begleitet uns heute zum Freizeitpark Traveler Club Event hier im Legoland Deutschland. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video hier aus dem Legoland zum dritten Mal in diesem Jahr und zum ersten Mal zum Winter Wonder Legoland. Wir sind heute beim Freizeitpark Traveler Club Event. Vielen Dank an der Stelle für die Einladung, lieber Stefan. Ich freue mich sehr. Mein zweites Club Event, glaube ich, dieses Jahr. Ich war ja im Rolantica dabei und jetzt hier im Legoland zum ersten Mal zum Winter Wonder Legoland Zungenbrecher. Genau. Um 10 Uhr geht's los, der Park macht aber um 11 Uhr auf und ich weiß, wie immer hat der Stefan wieder super viele Überraschungen für uns. Ich zeige es euch natürlich hier im Video und ich warte jetzt noch auf die anderen. Brina ist dabei, Daniel ist dabei, Michaela und ja, ich hoffe auf einen schönen Tag. Das Wetter passt schon mal zum Thema des Parks. Es ist nämlich sehr kalt. Hab auf dem Weg schon sehr, sehr viel Schnee gesehen und so und es sind, glaube ich, werde auch heute nur maximal 2 Grad, also frieren. Aber ich bin dick eingepackt. Wir dürfen jetzt auf die Peppa Pig Baustelle. Darf ich euch leider nicht mit reinnehmen, aber mal gespannt. Ja, wir haben uns ja gerade die Baustelle vom Peppa Pig Park angeschaut. Und wir haben ein paar Informationen bekommen, macht im Frühjahr 2024 auf, also schon sehr, sehr bald. Es wird 7 Spielplätze geben, 5 Attraktionen und einen Coaster, eine Kinderbahn, aber es ist auch ein Count. Also da können wir sehr gespannt sein. Noch kann ich mir das noch nicht so ganz vorstellen. Sah halt wie eine Baustelle aus, aber bin sehr gespannt auf nächstes Jahr. Ich weiß nicht, ob ich Frühjahr oder Frühsommer gesagt habe. Ich meinte Frühsommer. Es gab auch schon Tickets zum Start sozusagen zu kaufen, aber die sind tatsächlich schon ausverkauft. Wird auch bald Social Media Kanäle dazu geben. Den könnt ihr dann am besten folgen. Dann wisst ihr auch, ob es dann wieder Tickets zu kaufen gibt. Guten Morgen, liebe Kinder und liebe Erwachsene. Gleich öffnen wir unsere Tore für euch. Seid ihr bereit? Hey, das geht doch aber bestimmt noch lauter, oder? Seid ihr bereit? Aber unser Parkdrache Olli ist noch gar nirgends zu sehen. Ob der wohl noch schläft? Wollen wir ihn mal gemeinsam ganz laut rufen? 1, 2, 3! Bist du ja. Es warten ja schon alle auf dich. Dann können wir ja jetzt gemeinsam in den Tag starten und zählen mit Olli von 10 runter. Okay, tut mir leid. Olli hat ja nur 8 Finger. Deshalb zählen wir gemeinsam von 8 runter. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Wir wünschen euch einen fantastischen Tag im Legoland Deutschland Resort. Ja, natürlich. Kann ich dann ein Foto machen? Nein. Oh. Nom, nom, nom. Oh. Es gibt auch einen Weihnachtsbaum aus Lego Duplo hier direkt am Eingang. Richtig süß. Wir waren jetzt gerade in der Lego-Fabrik und haben uns Backstage ein bisschen was angeschaut, wie die Figuren gebaut werden, wie es renoviert wird. Und im ganzen Park sind 57 Millionen Steine verbaut und ich glaube 23 Millionen allein im Miniland. Echt krass, sah echt spektakulär aus. Das ist mal besonders an den Events vom Stefan. Man hat Backstage-Touren und man kommt zu Sachen, die man sonst so nicht erleben darf. Wir gehen jetzt in den Lego-Store, denn dort wurde eine Harry-Potter-Welt aufgebaut aus Lego. Und ihr wisst, meine zweite Liebe neben Disney ist Harry Potter. Hier im Store ist natürlich auch wunderschön dekoriert. Es steht auch ein Weihnachtsbaum. Es gibt natürlich auch Merchandise, hat der Daniel jetzt schon entdeckt. Was gibt's hier? Den Weihnachtsbaum. Baum. Ja, und einen Kranz. Das 2 in 1, guck mal. Es ist nicht 2 in 1. Doch, das steht da. Ach, das kann auch ein Adventskranz sein. Ja, cool. Ja. Richtig schön. Aber wir sind wegen was anderem hier und zwar
Harry Potter. Oh, sieht das krass aus. Boah. Das muss ich mir genauer anschauen. Das ist ja heftig. Schaut euch die Details an. Wow. Das ist hier die Winkelgasse mit Gringotts. Da haben wir Flourish and Birds. Alter. Alter, wie krass ist das denn? Hier gibt's, ich weiß nicht, was das genau sein soll. Ja, das wäre noch krass, wenn der Zug fahren könnte. Hier ist, glaube ich, der Bahnhof mit Hippogreif. Ist das der Bahnhof? Das finde ich ja auch toll mit Hedwig. Also die Figur, als Lego-Figur finde ich echt auch noch mega mit Hedwig und dem Buch. Harrys Brille liegt da. Das ist der Wahnsinn. Natürlich das Hogwarts-Schloss in der Mitte. Das ist krass. Also man kann hier, glaube ich, Stunden verbringen, um sich die Details anzuschauen. Und natürlich hier Gleis 9, 3 Viertel mit dem Hogwarts Express. Oh, Dobby haben wir auch. Das ist Dobby. Hier seht ihr noch ein bisschen Weihnachtsmerch. Genau, was es so zu kaufen gibt. Hier gibt es auch Socken. Oh, süß. I Merry Christmas, I... Hä? A Merry Christmas, I wish you. I Merry. Säckchen Strümpfe gibt's auch, Adventskalender natürlich. Darth Vader, guck mal, hat auch einen Christmas. Und oh, guck mal. Daniel. Das ist wieder alt. Chewbacca. Nimm mal hier Darth Vader in seinem Pulli an. Das ist doch süß. Nicht? Aber auch hier gibt's auch die Lego-Figuren. Der einzige, was süß ist, ist unten dieser Zuckermann. Der da? Ja. Das ist ein, das ist ein Lebkuchen. Ja. Zuckermann. Das ist toll. Der ist übrigens freundlich. Der ist ein bisschen kahl um den Hals. Könnte einen Schal gebrauchen. Hier. Was kostet das? Guck mal, hier kannst du auch die Lebkuchenfrau kaufen als Figur. Gleichberechtigung. Was ist das? Hallo! Es gibt auch eine neue Show zu Weihnachten. Die schauen wir uns später auch noch an. Aber jetzt geht es erstmal zum Mittagessen. Und zwar sind wir im Stars Restaurant im Grillhaus. Da gehen wir ins Mittagessen. Der Park ist natürlich auch wunderschön weihnachtlich dekoriert. An jeder Ecke seht ihr Weihnachtsbäume oder auch die angepasste Deko hier mit dem, ich weiß, es ist kein Kranz, aber ich sage trotzdem dazu Adventskranz. Mit den 4 Kerzen, die in der Adventszeit angezündet sind. Und ja, sieht echt schön aus. Also müsst ihr auf jeden Fall die Augen aufhalten. Die Charaktere sind auch passend angezogen. Haben wir langsam Hunger. Wir haben jetzt unseren Platz ausgesucht und wir haben hier einen separaten Bereich, uns alle. Und wir haben hier einen Schlüsselanhänger liegen und jeder von uns hat eine Goodiebag, wie immer beim Stefan, bekommen. Es gibt auch winterliche Gerichte, passend jetzt zur Saison. Das seht ihr immer hier bei dem Wintertipp. Und jetzt muss ich mal gucken. Genau. Es gibt hier zum Beispiel einen Kartoffelrösti-Burger oder einen Winterrotkohl-Burger oder auch Hirschgulasch. Das hat Lina sich bestellt, da probiere ich mal. Rote Beete-Kapsel. Ja, oder Hot Brownies, das klingt auch echt gut. Mein Essen ist schon mal da. Ich habe mich für den Rotkohl-Burger entschieden. Ich kann dir auch ein Video zeigen, wenn du willst. Daniel hat die Ofenkartoffel mit Lachs und den Salat, den er abgeben musste. Und Brinas Hirschgulasch kommt nur, bestimmt auch gleich. Willst. Und hier seht ihr noch den Hirschgulasch. Hey, Brina. Das? Das Lachs, den Salat. Ich gesagt, der. Salat das oder der Gulasch? Der Gulasch. Der Gulasch? Was Gulasch? Das Gulasch. Ich würde sagen, der Hirschgulasch wegen der Hirsch, aber... Das Hirschfleisch. Ist egal, ihr wisst, was ich meine. Den Burger fand ich jetzt so, okay, das Fleisch war ein bisschen trocken, aber ich habe bei Brinas Hirschgulasch probiert und bei Daniel auch den Lachs gegessen, das war gut. Wir haben alle von allen Wir haben von allem gegessen.
jetzt bekommen wir ein winterliches Meet and Greet. Gucken, wer uns da besuchen kommt. Hier sind wir jetzt Vivi und Kevin. Ihr wisst ja, beim Stefan gehen wir nicht mit leeren Händen nach Hause. Es gab natürlich wieder eine Goodie-Bag. Das war ein Rot. Was alles drin ist, zeige ich euch jetzt einmal hier den Bären mit der Stefan auf dem Podcast, Freizeitpark Traveler Podcast. Dann gab es von Nutella einmal die Be Ready, mein Bäckers bester Olaf Saft Kinder Winterdrink. Dann gab es das super praktische Freizeitpark Traveler Besteck für unterwegs. Das habe ich immer in Freizeitparks dabei, weil ich das Holzbesteck hasse. Dann natürlich zum neuen Peppa Pig Park ein Surprise Egg with Candies. Dann gibt es Popcorn von Heimatgut mit Zimt. Da freue ich mich sehr drauf. Da ist Prina so neidisch drauf. Es gibt Salzstangen von Maika. Einen Keksausstecher mit Freizeitparkfilmer Logo. Dazu die passenden Streusel von Superstreusel. Sieht echt süß aus. Die Tasse von Stefan. Und den Freizeitpark-Guide fürs Legoland. Und was es noch gab, hier am Tisch hatte Daniela auch noch diesen kleinen Santa. Den haben wir ja auch eben getroffen. Plus das Buch hier, das haben wir, weil Nintendo ist auch Kooperationspartner und das durfte man sich hier auch mitnehmen. Hier direkt am Eingang gibt es so verschiedene, so einen kleinen Weihnachtsmarkt, würde ich sagen. Hier gibt es den Legoland-Pullover zum Beispiel, wenn ihr 3-für-2-Aktion auf Bekleidung. Und hier gibt es auch die Mützen zu kaufen, auch Handschuhe, falls ihr sie vergessen habt. Und ja, sieht echt richtig süß aus. Hier gibt es Süßes, Lebkuchen und Lego Bricks in Schokolade, Mandeln, Kürbiskerne. Dann kann man auch Merch kaufen und natürlich auch Glühwein. Da werden wir auf jeden Fall uns auch noch einholen. Aber es gibt auch Kinderpunsch oder Apfelpunsch. Und es gibt auch eine Souvenirtasse, die kostet 12,50 Euro inklusive Punsch. Und jeder Refill kostet dann nur 3 Euro. Also dass es so super thematisiert ist, das Legoland, dass dieser Schnee, das ist der Wahnsinn. Es schneit tatsächlich. Passt super. Wir gehen jetzt mal in die Fabrik, denn wir wollen unseren Legostein noch abholen. Wir sind in der Lego-Fabrik und auch zum Winter Wonder Legoland gibt es einen Sammelstein, den ihr hier dann bekommt. Ihr müsst euch aber nur bei der Attraktion anstellen und dann bekommt meistens jeder ein. Also wenn es viel los ist, bekommen eigentlich nur die Kinder, aber ich glaube jetzt im Winter kommt schon jeder ein. Und die werden auch hier direkt produziert in der Lego-Fabrik. Richtig süß. Auf jeden Fall ein Besuch wert. Wollt ihr auch herkommen? Nee, wir machen nur so ein paar Aufnahmen. Okay. Gleich doppelt. Der leuchtet. Oh, der Stern kann leuchten. Wir schauen uns jetzt die Winter Wonder Legoland Show an, die Weihnachtsshow. Schneit übrigens immer noch. Ich habe ein bisschen Bedenken für heute Abend, zum Hause zu fahren. Mal sehen. Genau, also wir gehen jetzt schön rein ins Warme und danach wird der Weihnachtsbaum, der Duplo-Weihnachtsbaum angezündet. Hat er jede Menge Spaß. Damit Weihnachten in diesem Jahr einzigartig wird, hat sich Olli ganz schön viel vorgenommen. Geschenke kaufen,
einen Weihnachtsbaum besorgen und noch vieles mehr. So vergingen Tage und Wochen und Olli hatte die Zeit völlig aus den Augen verloren. Und genau da beginnt unsere Geschichte. Olli in... Huch, es ist schon Weihnachten! Ja, wir haben jetzt den, die Show Huch, es ist ja schon Weihnachten geguckt. Huch! Ja, was sagen wir so? Es ist interessant, man muss es mögen. Es war ganz nett. Aber wenn ihr es nicht unbedingt sehen müsst oder wollt, dann habt ihr auch nichts verpasst, sagen wir mal so. Für die Kleine ist ganz nett, weil der Drache natürlich dabei ist, aber ja. Und es hat drin auch geschneit, so wie jetzt hier draußen. Wir gehen jetzt zum Weihnachtsbaum anzünden und dann holen wir uns einen Glühwein endlich und Legoland-Pommes, ne Brina? Wir holen uns Legoland-Pommes. Ja! Es gibt für uns jetzt was Warmes zu trinken. Für mich einen weißen Glühwein. Für Brina gibt es Kinderpunsch. Kinderpunsch 4,50 Euro, Glühwein 4,90 Euro. Und wir haben noch einen Hunger. Wir holen uns jetzt die Legoland-Pommes. Die gibt es ja auch noch im Stand. Teilen uns die mit Brina. Kosten? Was kosten die? 80. Es gibt aber auch noch Donuts. Apfeldonuts mit Zimtzucker, Vanillesoße oder Apfelsoße für 6,90 Euro. Um 16 Uhr haben wir uns die Weihnachtsbaum-Anzündzeremonie angeschaut und jetzt kommt hoffentlich die weihnachtliche Lego-Parade mit neuem Song. Und ja, Eindrücke seht ihr hier, es schneit übrigens immer noch. Schnell, 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 sch
Die Weihnachtsparade war echt süß und das Lied ist auch wieder sehr catchy, wie man das gewohnt ist im Legoladen. Wir haben uns kurz im Kaffee-Einschein aufgewärmt, bei einem Tee, bei einer heißen Schokolade und schauen uns jetzt noch die Lasershow an. Zum finalen Show. Also es gibt dann auch noch ein Musikeck in Ägypten, aber da wissen wir nicht, ob wir hin wollen, weil es ist schon ein bisschen weit. Und im Kaffee-Einschein war es schon ganz schön warm. Und gemütlich. Ich glaube, da gehen wir gleich wieder zurück. Also heute ist echt kalt und jetzt ist auch noch windig und Schnee. Ich weiß, jammern auf hohem Niveau. Wir haben uns wieder ins Warme verzogen und warten jetzt noch auf das Grand Finale und dann verabschieden wir uns auch und fahren nach Hause. Wir hatten trotzdem einen sehr schönen Tag, trotz Kälte, trotz Schnee. Das Winter-Event, ich weiß jetzt gar nicht, was der Eintritt jetzt kostet zum Winter, Wonder Legoland, müsst ihr dir mal online schauen. Generell das Event vom Stefan hat heute 69 Euro gekostet pro Person. Und ich glaube, es war dann auch schon ausverkauft bei Clubmitgliedern. Also normalerweise haben die Clubmitglieder von Stefan zuerst die Möglichkeit, Tickets zu kaufen, aber es war dann auch schon ausverkauft. Das heißt, wenn ihr auch mal sowas dran teilnehmen möchtet, müsstet ihr wahrscheinlich Clubmitglied von Freizeitpark Traveler werden, um dann die Chance zu haben, bei so einem Event auch teilnehmen zu dürfen. Gerade. Wir haben lecker gegessen. Nochmal tausend Dank, dass ihr den Tag heute mit uns gemeinsam verbracht habt. Maximus wurde gefahren, sogar mehrfach. Alle wünsche ich euch. Also tausend Dank. Tausend Dank nochmal an das Legoland. Also ohne euch, Lena, Alex, Ben, Mario und alle, die damit dazugehören. Tausend Dank, dass wir hier so einen schönen Tag dann auch erleben konnten mit diesen ganzen schönen Überraschungen. Und die Alex teilt jetzt mal hier wunderbar für jeden einen Umschlag aus. Bitte noch nicht öffnen, sondern erstmal einfach nur in den Händen halten. Und die Alex muss auch noch ohne Handschuhe. Alex, ja, mach mal auf. Daniel, mach mal bitte. Ich bin zu faul, meinen Aufschlag zu öffnen. So. Oh. Ah. Es ist ein Pin? Ein lokaler Pin? Oh nein. Was? Lokana, seid ihr nicht so die Lokana-Influencer? Ja. Unboxing Challenge. Ah, ja. Also vielleicht dazu, den kann man nicht kaufen, der ist wirklich hochexklusiv, bei eBay wird er bestimmt zwischen 1500 Euro vertickt, also behaltet ihn wirklich in Ehren, der ist wirklich viel, viel wert, also auch da an Ravensburger, die dieses Event natürlich so ein bisschen auch mit gesponsert haben, tausend Dank. Zum anderen natürlich noch ein paar Unterlagen, auch die Kooperationspartner, die da genannt werden, auch da ein großes Dankeschön, ihr findet die ja auch in den Goodiebags. Das ist auch ein schöner Übergang. Wenn ihr zu Hause seid, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr auch die Goodiebags vielleicht einfach auf Instagram zeigen würdet, da würden wir uns auch sehr freuen. Und eine letzte Überraschung habe ich noch, zum einen findet ihr ja, sag ich mal, einen Rabattcode von attractiontickets.com oder .de. Das ist ein großer Ticketanbieter, der internationale Tickets anbietet, wie auch für Legoland Florida. Also da geht es auch mal, wenn man mal weiter weg müsste. Zum einen habt ihr da einen 5% Rabattcode, den ihr nutzen könnt. Und jeder kriegt 10 Polaroid-Fotos zugeschickt, kostenfrei von attractionpark.de. Das heißt, ihr kriegt von mir in den nächsten Tagen einen Link zugeschickt, wo ihr dann die schönsten Fotos von heute richtig als Polaroid-Foto dann zugeschickt bekommt. Also wow. Da könnt ihr wirklich alles schön ausdrucken lassen und dann nochmal die Erinnerung dann auch an den heutigen Tag dann auch mitnehmen. Also auch da vielen, vielen Dank an Attraction. Und ich habe natürlich mit Attraction Tickets noch gesprochen und ich habe auch noch ein paar Reisegutscheine irgendwie dann auch in Anspruch genommen. Das heißt, ich habe drei Gutscheine. Einmal ein 100-Euro-Wertgutschein für attractiontickets.com, das heißt, da kann man sich dann Tickets raussuchen oder auch Übernachtungen, einen 200-Euro-Gutschein und einen 300-Euro-Gutschein. Das heißt, ich verlose jetzt nochmal Gutscheine wert von 600 Euro. Ich bin immer dabei. Und genau, hier sind die Gutscheine. Und hier habe ich noch die Namen.
Very nice. Ja, ihr habt gesehen, es gab jetzt noch ein paar Überraschungen. Stefan hat Attraction-Tickets noch Gutscheine verlost. Für jeden gab es einen Umschlag. Und zwar hat jeder einen Lorcana-Pin bekommen. Und zwar, ich habe den hier. Ihr habt eben noch den anderen gesehen. Also es gibt zwei und die kann man nicht kaufen. Die gibt es, also wie gesagt, die gibt es nicht zu kaufen. Gab es jetzt nur exklusiv beim Stefans Event. Werden bei eBay sehr hoch versteigert, also richtig cool an der Stelle. Und in dem Umschlag war halt noch ein Gutschein für Attraction-Tickets. Da bekommen wir 5% und auch 10 Polaroid-Fotos von heute. Also Stefan hat immer super viele Überraschungen. Ja, damit ist der Tag auch vorbei und wir werden jetzt wieder nach Hause fahren. Wie gesagt, vielen Dank nochmal an den Stefan für die Einladung. Die Events sind immer was ganz Besonderes und ja, das Wetter, es schneit immer noch. Und passt super zum Winter Wonder Legoland. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Die Goodie Bag habe ich euch gezeigt, was es hier noch so Programmpunkte gab. Wir haben ein paar Sachen übersprungen, aber zu den wichtigsten Sachen waren wir natürlich am Start. Und ich bin gespannt, was der Stefan sich nächstes Jahr einfallen lässt. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.